So, hallo, wir starten mal vorsichtig die Aufnahme zu einem Projekt, das uns sicherlich eine ganz lange Zeit hier beschäftigen wird. Falls irgendjemand dieses Video hier finden sollte und mich noch nicht kennt, ich spiele Let's Plays und zwar ungeschnitten. Also es wird hier jetzt nichts irgendwie großartig zusammengeschnitten oder so, sondern man kann mich einfach begleiten, während ich das Spiel spiele. Ich glaube, jetzt sage ich auch am besten öfter mal immer wieder dazu, dass man das einfach weiß. Hier darf man keine Schnitte erwarten oder sowas. Es ist praktisch rohes Material. Genauso wie ich spiele, kann man mich hierbei begleiten. Das heißt, dass nicht jeder Part spannend sein muss, gerade bei so einem riesigen Spiel, wo man vielleicht auch mal einen Part lang einfach nur von A nach B läuft. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Vielleicht wird mir auch nicht für jeden Part ein guter Titelname einfallen. In dem Fall würde ich dann einfach die Folgenummer so und so nennen. Und wenn ihr dann eine gute Idee habt für den Titelnamen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde es dann, glaube ich, auch in die Beschreibung schreiben. Wir werden sehen, wie wir das machen. Kommt auch darauf an, wie viele das gucken. Wenn das jetzt nicht so viele gucken, dann ist das auch egal. So dann, ne? Okay, wir starten. Ich habe noch nicht das Spiel gestartet. Das heißt, ihr erlebt eben genau wie ich mein Erlebnis vom Spiel. Okay, let's go. Ja. Nachdem wir ein Update gemacht haben. Bis gleich. So, Update ist da. Let's go. Tears of the Kingdom. Ich muss nicht viel dazu sagen. Es ist Zelda. Es ist Zelda. Nintendo präsentiert. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Ob ich mich in Cutscenes mute, weiß ich noch nicht, oder ob ich reinquatsche, werden wir sehen. Aber ich denke, da es ja eine Art Reaktion ist, würde ich sagen, ich quatsche rein. Das Miasma ist dichter geworden. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Zelda, Prinzessin von Hyrule. Ja, wir starten mit 3 Millionen Herzen. Okay. Machen wir. Okay. Ich muss direkt stoppen. Wir machen also einen auf Metroid, ja? Wir starten voll ausgerüstet und verlieren dann wahrscheinlich wieder alles. Okay, wir starten einfach hier mitten rein. Gut. Gut. Lasst uns kurz durch die Einstellungen gehen, ob alles soweit passt. Ich habe keine Amiibos, das ist in Ordnung. Das lassen wir erstmal so, das wird sich alles zeigen. Nordausrichtung der Mini ist mir völlig egal. Ja, mehr kann man nicht einstellen. Es sind typische Nintendo-Einstellungen, viel geht nicht. Nicht mal so Lautstärke oder sowas. Aber es ist egal. Aktionen ist wahrscheinlich noch nicht weiter. Ja. Nicht weiter relevant. Ja, dann. Tschüss, Zelda. Ne? Ich habe keine Lust. Ist hier irgendwas unterwegs aufgefallen? Das können Sie auf dem Rückweg genauer ansehen. Vorerst sollten wir weiter hinein. Ich wollte mal gucken, wo wir herkommen. Aber gut. Ich meine, alleine dadurch, dass. Ja, natürlich haben wir auch schon das Master Sword. Logisch. Okay, also wir werden alles verlieren. Es wird eine riesige Katastrophe passieren und wir werden alles verlieren. Der typische Metroid-Weg. Ja, und die Ausdauerleiste ist natürlich auch voll. Genau. Und. Zack. Okay, also wir haben wieder Ausdauer, das ist doch schon mal interessant. Es wird wahrscheinlich, ich sag gleich dazu, ich habe nicht viel,
außer die Trailer gesehen von dem Spiel. Das heißt, ich weiß effektiv fast gar nichts. Aber man hat auf jeden Fall diese Breath of the Wild Vibes. Sie werden sich da wieder sehr stark dran orientiert haben. Na, es gibt Ausdauer und das ganze Zeug. Dann fürchte ich, was ich eigentlich gehofft habe, dass es nicht mehr so sein wird. Ich fürchte, dass es dann wahrscheinlich auch sowas wie, ja, dass die Waffen kaputt gehen, sodass es das auch wieder geben wird. Bin ich nicht so Fan von, aber naja, was willst du machen? Aber wo sind wir? Sind wir hier unter Schloss Hyrule oder wie sind die da reingegangen? Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Okay. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund. Okay. Gehen wir rein in die Katastrophe. Was kann schon schiefgehen? Für mich jetzt auch interessant zu beurteilen, wenn jetzt jemand nur dieses Spiel kauft und Breath of the Wild nicht gespielt hat, wie viel kapiert man? Na, so. Also, kann man das spielen, ohne Breath of the Wild gespielt zu haben? Was bei mir natürlich nicht der Fall ist. Aber könnte man es spielen? Und es muss ja eigentlich schon so sein. Link! Das Masterschwert. Es leuchtet. Das Schwert, welches das Finstere zu verbannen vermag, reagiert auf irgendetwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Okay, warum? Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich ein solcher Ort... Okay, wir sind unter dem Schloss. Gut, haben wir das schon mal geklärt. Darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Ja, wir können jetzt auch alle 5 Meter kurz quatschen. Aber es sieht schon wieder sehr schön aus. Ich meine, ich weiß, es sind nicht alle so von diesem Grafikstil begeistert und so, aber ich bin ja eh nicht anspruchsvoll, mir ist das alles egal. Untersuchen? Was liegt denn da? Ich weiß es nicht. Steine? Ja, Ruinen. Überreste einer vergangenen Kultur. Ist das eine Inschrift? Stammt dieses etwa vom Volk der Sonau? Wer auch immer die Sonau sind oder Sonau? Man weiß es nicht. Haben wir schon jemals was von Sonau gehört? Wir haben auch noch nie Miasma gehört, glaube ich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals Miasma gehört habe. Ich würde gerne mein Masterschwert behalten. Kriegen wir das hin? Ich werde alles verlieren und ich werde es nicht verhindern können. Das ist jetzt schon dramatisch. Die gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau... Ich weiß nicht, wie ich die aussprechen soll. Ah, sie fotografiert mit dem, hier, weißt du schon. Mit dem Reliktstein-Ding. Mein Gott, wie hieß denn das Ding? Ich habe vergessen, wie das Ding hieß. Ist egal. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll, in einer Zeit, die heute Sage geworden ist. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Und wenn ihr Name auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Ah, deswegen... Okay, wir gehen ja in den Himmel, so viel weiß man ja auch schon. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. Okay, wir führen also ein neues Volk hier ein. Auch interessant. Also, man hat jetzt schon den Eindruck, dass...
dieses Zelda mehr Lore bieten wird als Breath of the Wild, aber ich bin mal gespannt. Ich will nicht klettern. Aber gut, dass ich da hochklettern kann, danke. Ob diese Statue einen Sonau darstellt? Sonau. Spiel, sag mir doch, wie ich das aussprechen muss. Schau doch, welche lange Ohren. Sie sahen wohl ganz anders aus als wir. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das am Himmel lebte, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Es scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten, Link. Lass uns weitergehen. Ja, vor allem wartet irgendeine Katastrophe auf uns. Das ist doch jetzt schon offensichtlich. Wie sehen die Dinger aus? Kann man das sich so ein bisschen wie die Chozo vorstellen bei Metroid? Na, so dieses Chozo-Volk, was ja auch für die ganzen mythischen Sachen verantwortlich war. Die Ruinen, die wir eben gesehen haben. Ich bin mir ganz sicher, sie sind antike Überreste der Kultur der Sonau. Ich spreche einfach so ein Mittelding aus, dann mache ich nichts falsch. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass diese verbotene Stätte Spuren der Sonau bergen könnte. Kann ich jetzt ständig mit dir quatschen? Die Sonau, ein Name, der ein ums andere Mal in jedem Band über uralte Geschichten... vorkommt. Und doch vermag keine Schrift uns mehr über sie und ihr Schaffen zu verraten. Huch! Oh nein, eine Fledermaus! Selbst hier unten hausen Monster? Fledermäuse in Höhlen, oh nein! Unfassbar. Alles in Ordnung, Link? Ja, wir haben drei Fledermäuse gekillt. Das ist jetzt schon krass gewesen. Wandbilder. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Eins, zwei, wie die drei, Statuen, vier, fünf. Die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Sieben. Und das scheinen Hylianer wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Sieben Tränen des Königreichs. Ob das hinkommt, wir werden sehen. Meine Vorfahren, hier ist das Symbol auch. Die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich! Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell! L-
Link ist still wie eh und je. Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Ach, das ist gar nicht die, Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Ja, kann man mit Bomben sprengen, kein Problem. Habe ich die noch? Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Also, das sind Steine, die ich sprengen kann. Habe ich noch Bomben? Nee, ich habe gar nichts. Ich könnte mein Schwert werfen. Nein, also man kann kaum noch was machen. Und ja, es ist ja offensichtlich, dass wir alles verlieren werden. Vor allem, wenn man sich mal die ganzen Bilder und den Trailer anschaut, verlieren wir was ganz Bestimmtes. Aber was ich mich halt gefragt habe, diese Symbole, ne? Tears of the Kingdom, was sind die Tränen des Königreichs? Sind das irgendwelche Sachen, die man sammeln muss? Sind das vielleicht die Collectibles? So, und also halt wie so, ne, dass es verschiedene Dungeons gibt und jede Dungeon bringt eine Träne. Dann gäbe es 7 Dungeons. Keine Ahnung, ist nur eine Vermutung. Ich würde es mir wünschen, dass es wieder Dungeons gibt. Hier ist das Symbol auch nochmal. Da ist dann Ganondorf und da ist dann der Krieg. Okay. Und das hier war, haben sie gesagt, die Schaffung von Hyrule, ne? Da haben sich dann diese Dinge vereint. Nun gut. Zelda geht da lang. Dann gucken wir noch kurz hier in die Richtung. Und da ist auch nichts weiter. Ich glaube auch nicht, dass man jetzt hier schon irgendwelche... Wobei, hier geht's ja auch lang, hä? Ach nee, da kommen wir her, oder? Ja, hier kommen wir her. Ja, hier kommen wir her. Okay. Genau, hier habe ich die Dinger bekämpft. Ja, ich könnte das sprengen, wenn ich Bomben bekommen würde, aber... Vielleicht soll man es auch noch nicht sprengen und das später freilegen, dass man noch nicht weiß, was dahinter ist. Wäre gut möglich, dass wir hier wieder hin zurückkommen müssen, wenn wir mal Bomben bekommen haben und erst alles wieder verloren haben. Warum nehmen wir uns einen Reliktstein nicht mit? Mit Bomben, Magnetmodul, warum haben wir das alles nicht? Das Masterschwert nehmen wir doch auch mit. Was übrigens... So, Kollision ist einfach nichts, wofür sich... Also, das ist so die Logik, da interessiert sich Nintendo einfach nicht für, ne? Das verschwindet halt einfach in der Wand. So, das ist halt so. Das ist halt einfach so. Naja, gut. Mein Herz schlägt so schnell wie nie. Wer hätte gedacht, dass wir hier Wandbilder finden, die Geschichten aus uralten Schriften illustrieren? Ja, ich nicht. Aber du hast jetzt bestimmt jetzt... Ja. Obwohl die Königsfamilie sich selbst und allen anderen den Zutritt hierher verbot, um diese Wandbilder geheim zu halten? Du hast jetzt wahrscheinlich alle 5 Meter was Neues zu erzählen. Okay. Doch selbst bei genauester Betrachtung, nichts an diesen Bildern würde ein Verbot rechtfertigen, sie zu sehen. Eigenartig. Mehr Text. Vielleicht finden wir die Antwort ja, wenn wir uns weiter in die Tiefen dieser Mauern wagen. Aber wir können auch auf der Treppe weiterquatschen. Das Miasma wird mit jedem Schritt dichter, den wir ins Innere dieses Gewölbes tun. Wer hat das geschrieben? Unheimlich. Wir tun Schritte ins Gewölbe. Okay, meinetwegen. Ich habe eine schreckliche Vorahnung. Doch zum Zögern ist es nun zu spät. Lass uns erkunden, was im Herzen dieses Ortes auf uns wartet, Link. Ich weiß nicht, ob ich dahin will. Ich will die Katastrophe gar nicht erleben. Ja, ich habe auch eine schreckliche Vorahnung. Da sind wir schon zu zweit, Zelda. Doch zum Zögern ist es nun zu spät. Lass uns erkunden, was im Herzen dieses Ortes auf uns wartet, Link. Wollen wir noch mal über deine Vorahnung reden? Okay, ja, gut. Da ist dann das Textgewölbe auch beendet. Puh.
Guck mal, jetzt wird das auch noch rot, dieses Miasma. Wie bei der... Ja, wie bei... beim Blutmond und so. Ich habe da keine gute... Haben wir noch was Neues zu sagen eigentlich? Nein. Ja, alles klar, cool. Das fühlt sich alles überhaupt nicht richtig an. Hörst du die Musik, Zelda? Wir sollten da nicht hingehen. Ja, warum gehen wir dann da runter? Warum gehen wir dann da runter? Bleiben wir einfach oben und alles ist cool. Oh boy. Was ist das denn jetzt wieder? Wo sind wir hier? Vor allem, was wäre passiert, wenn sie nie hier runtergegangen wären? Ich bin gespannt, ob das Spiel die Frage auch beantwortet. So, lösen wir jetzt irgendwas aus, was sonst nicht passiert wäre? Wäre es besser gewesen, wir wären einfach oben am Schloss geblieben? Wobei es hieß ja, das Schloss ist der irgendwas anheimgefallen. Wahrscheinlich wäre es eh schlimmer geworden. Lass uns gehen, Link. Und sei bitte ganz vorsichtig. Ich würde sagen, wir warten mal. Ist gut. Ach so. Na toll. Ein grünes Licht. Was tut es? Es leuchtet grün. Es schnürt mir die Kehle zu. Ja, dann lass uns gehen, I guess. Okay. So. Was passiert jetzt? Das ist offensichtlich... Oh mein Gott. Da ist eine dieser Tränen des Königreichs. Ich sag's doch, das sind diese Symbole. Ich nenne die Dinge jetzt erstmal Tränen des Königreichs, bis ich von einem anderen überzeugt werde. Aber ist das Ganon? Dorf, meine ich? Oder einfach so ein... Alter. Der ist schon sehr hässlich. Ja, moin, danke. Auf drei Herzen runter, ist klar. Und das Schwert ist auch noch weg gleich, ne? Ja, prima. Link! Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Ein nutzloser Krieg. Zelda. Und du Träger des Bandschwertes, Link. Rauros große Prophezeiung. Sei jämmerliche Firma. Woher kennst du unseren Namen? Und das Schloss erhebt sich. Ich verstehe, wie wir nach oben kommen. Jo. Link!
Okay, Dinge sind passiert. Das ist unser neuer Arm. Du bist also erwacht, Link. Redet jetzt der Arm mit uns? Zelda hat mir viel von dir berichtet. Ist das jetzt unser Begleiter? Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Nee, das ist eher eine andere Stimme. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Ja, kaputtes Bannschwert läuft. Okay. Ja, wir stellen schon mal fest, wir haben nichts in der Hand. Das finden wir nicht so toll. Aber nicht nur der Arm musste ersetzt werden, wir haben auch einfach keine Kleidung mehr. Ja, ist okay. Okay, also ist das hier der neue Startpunkt von TOTK. Bisschen würde ich noch reinspielen. Aber nicht mehr allzu lange. Ich möchte die Parts nicht zu lange werden lassen. Aber das war jetzt natürlich bisher nur Intro. Vielleicht können wir noch ein bisschen reingehen. Zerbrochenes, zerfressenes Masterschwert. Oh, okay. Von Miasma zerfressen. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen, jedoch ist es vom Miasma unter Schloss Hyrule zerfressen. I see. Ich kann damit trotzdem fuchteln, ja, ist in Ordnung. Alles hat er mir genommen, meine Ausdauer, alles ist weg. Okay, also das haben wir auch wieder. Habe ich jetzt hier mehr? Ja, jetzt haben wir ein besseres Startmenü. Aktuell haben wir also Platz für so viel Waffen. Das lässt sich mit Sicherheit auch wieder erweitern. Das ist das übliche Zeug. Haben wir jetzt mehr Einstellungen? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, daran wird sich nichts ändern. Aktionen jetzt wahrscheinlich angreifen. Okay, ist auch noch nicht. Okay. Da ist noch gar nichts aufgetaucht. Okay, mehr gibt es noch nicht. Aber jetzt fassen wir mal zusammen, was ist da alles passiert? Es scheint, dass diese Kreatur, die wir da gesehen haben, der ja so ein verwester Ganondorf ist, der aber dann da die ganze Zeit aktiv war. Ich denke, das wird das Spiel noch besser erklären, was da alles passiert ist. Ich werde mir jetzt nicht zu viel zusammenreimen, sondern lieber abwarten, was das Spiel mir so alles erzählt. Jedenfalls ist Zelda wieder weg. Aber sie fühlt sich ja viel sicherer, wenn wir an ihrer Seite sind. Hat gut funktioniert.
Hat alles super funktioniert. Mensch. Ja, da halten wir mal die Hand hin. Da ist ein großes Handsymbol. Ist das ein Teleport oder sowas? So ein Stargate? Ah, nee. Das ist nur ein Schalter. Hinter dir ist was aufgegangen. Oder so. Okay. Ist das ein Speicher? Das ist einfach gar nichts. Das leuchtet einfach. Es leuchtet blau. Gut. Dann soll es mal blau leuchten. Das sieht aus, als ob man da hoch könnte. Wenn sie es andersrum drehen würde oder so. Aber das sind definitiv Plattformen. Aber kann ich... Ich kann doch eigentlich auch noch klettern, ne? Kann ich hier hochklettern? Kann man auch noch... Bin ich noch Spider-Link? Ah, so ein bisschen. Aber hier kann ich wieder nicht klettern. An der Säule kann ich klettern, aber an der Wand nicht. Okay. Das wird genauso nichts. Dann kann ich hier auch nicht hochklettern, oder wie? Nee. Dann komme ich... Also ich habe die Vermutung, dass ich da hoch kann. Aber vielleicht noch nicht. Ich wollte es nur schon mal geäußert haben. Da oben könnte irgendwas sein. Abspringen. Ja, okay, toll. Darf ich da wieder hoch? Okay, das darf ich wieder. Also, man kann auch einfach runterlaufen, aber man kann auch A drücken und abspringen. Gut. So. Alles so düster hier noch. Wo sind wir eigentlich? Sind wir jetzt... Das ist jetzt die Frage, die mich interessiert. Ich denke, wir sind jetzt in der Luft. Wenn wir jetzt hier irgendwann rausgehen, stellen wir fest, dass wir weit oben in der Luft sind. Über Hyrule. Würde ich vermuten. Aber ich weiß es nicht. Ja, ich kann hier auch wieder abspringen oder ich kann halt runterlaufen. Wir springen ab. Hui. Okay. Ah, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Oder? Darf ich da noch hochklettern? Ah, doch. Doch, doch, doch. Okay. Gut. Wird immer höher. Okay, ich glaube, hier komme ich dann nicht mehr zurück. Abspringen. Wenn du aus großer Höhe ins Wasser fällst, erleidest du keinen Schaden. Ist okay. Danke für die Info. Ich wüsste trotzdem gerne, ob ich da wieder hoch darf. Rein Interesse halber. So, lässt mich das Spiel zurück oder nicht? Ja, doch, das sieht doch ganz gut aus. Ja, doch, doch, man kommt wahrscheinlich wieder hoch. Über Umwege, aber man käme vermutlich wieder nach oben. Okay, müssen wir jetzt nicht ausprobieren. Hat mich nur interessiert. Ich denke, noch muss ich hier auch nicht anfangen, irgendwelche Collectibles zu suchen.
Es gibt hundertprozentig wieder Crocs. Ich habe schon Memes gesehen, wie man Crocs ärgern kann und so Zeug. Also gibt es mit Sicherheit Crocs. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwas mal wirklich Relevantes schon gesehen habe, dann sage ich euch das vorher. Das meiste vom Spiel weiß ich nicht. Also eigentlich weiß ich gar nichts. Öffne. Ach, das ist eine Truhe. Yay! Dann rüsten wir uns mal aus. Zack. Damit es auch nie wieder wehtut, eine Truhe zu öffnen. Was war da? Ach so. Ah, okay. Okay. Gehen wir noch ein Schrittchen weiter. Ich glaube, hier geht es gleich nach draußen. Ja. Dann gucken wir uns noch an, wie es hier draußen aussieht, und dann beenden wir hier den Part. Dann ist das jetzt sozusagen unser neuer Startpunkt. Und ja, wir sind in der Luft. Wir sind definitiv in der Luft. Wir gucken jetzt gleich nach unten und stellen fest, so, oh mein Gott, wir schweben. Wir sind auf einer schwebenden Insel. Jo, das sieht doch schon alles sehr interessant aus. Ja, das ist, das ist sehr hoch. Und wieder abspringen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da abspringen will, aber werde ich wohl müssen. Ich mag den Quader da in der Luft. Das ist wahrscheinlich so ein Labyrinth oder sowas. Keine Ahnung. Abspringen. Hier kann man bestimmt auch hochklettern und so. Das machen wir mal kurz. Komme ich hier hoch? Darf ich hier hoch? Überall, wo ich klettern will, darf ich nicht. Ach komm. Ja, dann klettern wir halt nicht da hoch. Okay, dann springen wir beim nächsten Mal ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.